Ja, ich glaube, wir haben uns gerade in der ersten Halbzeit das Ding verspielt. Wir haben zu viele Bälle weggeworfen, hatten einige technische Fehler, die nicht hätten sein müssen, und haben die Kroaten dann zu einfachen Toren eingeladen. Ja, eigentlich haben wir super Abwehr gespielt, auch am Anfang. Steht dann trotzdem, glaube ich, 4-1 oder 5-1. Ja, wir rennen ganz ein bisschen hinterher, am Ende Moral bewiesen, und ja, morgen haben wir alles selbst in der Hand. Ja, genau, aber da sind wir natürlich auch ein bisschen selbst dran schuld. Es sind auch sehr viele offene Würfe, die wir da vergeben und auch vor allem schnell hintereinander. Und da geht natürlich ein bisschen dann die Luft raus aus der Mannschaft in der ersten Halbzeit. Plus, die Kroaten sind für unangenehme offensive Abwehr bekannt. Und wenn man dann ein bisschen nervös wird, dann wird die Übersicht schlechter. Und da haben wir in der ersten Halbzeit wirklich nicht gut ausgesehen. Ich will einfach mein Spiel spielen. Und wenn man sich sicher fühlt und die Aktionen auch laufen wie in der zweiten Halbzeit, dann spielt es sich einfacher. Ich glaube, es war sinnbildlich für uns alle, dass wir in der ersten Halbzeit dann irgendwann so ein bisschen, ich will nicht sagen ängstlich, aber einfach unsicher gespielt haben. Aber wenn es dann lief, waren wir selbstsicher, sind zum Tor gegangen und haben dann auch gut gespielt. Ich glaube schon, dass wir den Druck haben, eine bessere Leistung zu zeigen. Und das wollen wir natürlich auch. Und das haben wir auch auf jeden Fall in unserem Tank. Von daher keinen Druck. Wir wollen morgen das Spiel gewinnen und haben auf jeden Fall die Qualität dafür.